Ich registriere aktuell nur einen Klicker. Das müssten noch mehr sein. Mindestens zwei. Oder ist der eine so weit weg, dass ich ihn einfach nicht sehe? Nehme ich mit, dort nehme ich mit, dort nehme ich auch mit. Da ist aber nichts. Die nicht gerade was geleuchtet? Was ist denn der andere jetzt? Ich fühle doch eindeutig noch einer. Die den etwa erwischt? Kann ich ja gar nicht glauben. Ich höre auch nur einen. Der ist ja nicht gerade leise. Ist ja abgehauen. Da hinten irgendwo ist er. Ne, da ist der andere. Alles klar. Die sind beide hier. Dann mal vorsichtig in die Richtung. Schwer zu sehen, wegen der scheiß Leuchtfackel da, ne? Also mit einem Schuss gehen die nicht drauf. Mit einem Kopfschuss, das ist leider schade. Ist irgendwo da. Ich komme auch mit Molotow nicht so weit. Der andere steht genau dahinter. Fuck. Rein theoretisch können wir die auch leben lassen. In der Hoffnung, dass sie uns nicht hinterher wetzen. Die stehen jetzt nicht genau da, wo wir raus müssen. Ne? Hier ist noch ein Toter. Müll. Okay, warten. Okay, die sind aber beide zu nah beieinander, als dass ich die so wissen würde. Ich mach das lieber so. Der andere kommt jetzt. Und hat sich auch gleich noch ein bisschen angezündet. Aufgeregt. So, komm mal hierher, dann kann ich dich auch schnapulieren. Weil ich kann keinen Molotow mehr bauen. Hier fast gar nichts durch diese scheiß Leuchtfackel, ne? Kommt der da wieder raus? Bleibt der im Zug? Der bleibt im Zug, ne? Also rein theoretisch könnten wir jetzt hier durchhuschen. Der ist da hinten jetzt hingegangen. Und bleibt da wohl auch. Sehe ich ihn gar nicht mehr. Da hinten, ganz weit weg ist er. Ja, ich muss da lang, ne? Ja, ich muss da lang. Scheiße. Da ist er.
Hätte ich auch. Okay. Hätte ich vielleicht ohne Schalter einfach machen sollen. Wir sollten nicht so lange hier bleiben. Definitiv nicht. Wir sollten sehr schnell zusehen, dass wir hier wegkommen. Sollten eigentlich die Beine in die Hand nehmen. Ja. Das Ding zu. Wo kommt der jetzt her? Hallo. Bitte bleiben Sie draußen. Sie haben keine Fahrkarte. Komm. Weg hier. Ja. Alles okay? Noch ja. Ja. Danke. Baby. Ich bin so müde. Lass uns hier verschwinden. Ja. Wird mal langsam Zeit für eine Pause, ne? Ich meine, irgendwann könnt ihr doch auch nicht mehr, oder? Dafür, dass wir uns schon längst ein Lager suchen wollten. Aber das sieht so noch gleich irgendwo von der Seite angesprungen aus. Da könnten wir raus. Aber die Drogen wollen wir natürlich mitnehmen. Oh. Ja. Das sind noch mehr Drogen. Ach, der Weg ist versperrt. Ach stimmt, wir haben ja kaum Munition gebraucht. Da hängt aber noch ein Zettel. Jules. Ah. Jules, ich hoffe, du hast es rausgeschafft und findest diese Nachricht. Wir hatten Ärger mit ein paar Klickern, aber nichts Schlimmes, uns ist nichts passiert. Wir haben uns hier über Nacht verkrochen, um unsere Wunden zu lecken. Die Leiche eines längst verstorbenen Mannes wachte über uns. Eine grausame Erinnerung daran, warum wir das alles tun. Diese Infektion war wirklich eine Warnung. Es ist besser, von dem zu leben, was die Erde uns schenkt, als an diesem verwesenden Chaos festzuhalten. Zachary sagt, wenn wir weiter nach Norden gehen, treffen wir in ein paar Tagen auf das Seraphitenlager. Er nennt es Haven und sie haben alles dort selbst aufgebaut. Wenn man ihn so reden hört, ist es schwer, nicht inspiriert zu sein, sogar optimistisch. Ich bete für deine Sicherheit. Ich will gar nicht daran denken, was Isaac tun wird, wenn seine Schläger dich erwischen. Ich warte gespannt auf ein Zeichen, dass es dir gut geht. Gray. Okay. Also, Seraphiten? Sind das Gas? So, unsere Krachbumm ist voll. Brauchen wir aber gerade auch nicht. Was ist denn mit unserer Machete? Ist die durch oder ist die nicht durch? Und uns fehlt auch schon ein bisschen Life. Ich sehe das gerade leider nicht, wie viele Punkte die noch hat. Unsere Machete. Ach, die ist voll. Okay. Aber wir könnten bald mal ein Medikit nehmen, ne? Beziehungsweise wir müssen sogar bald mal ein Medikit nehmen. Aber wie sind die denn hier reingekommen? Die sind doch hier nicht durchgegangen, oder? Hast du gehört, wie sie uns genannt haben? Scars. Mhm. Frag mich, wer all die Wandbilder gemalt hat. Scars? Die Wolves ausgeweidet hat. Scars? Alle in dieser Stadt sind totale Psychos. Ja. Sag bloß. Ganz kleines bisschen aber nur. Ja, jetzt müssen wir hier durch die Suppe krabbeln. Hier unten ist eine Öffnung. Das ist nicht gut. Mach mal deine Lampe aus, bitte.
Irgendwer hat gerade irgendwen getötet. Der hängt da noch. Und wo ist die Tussi? Ach so, das war sie. Scheiße. Hast du jemals sowas gesehen? Bloater haben Säuresporen. Aber das klang nicht wie ein Bloater. Oh nein. Was immer die bekämpfen, wir sollten die sich gegenseitig töten lassen. Ja. Oh ja. Ja. Ich bin nicht dafür ausgerüstet, gegen einen Bloater zu kämpfen. Überhaupt nicht. Ich habe nämlich gar nicht mehr so viel Munition dafür. Huch. Ich hab so mit Viereck. Ja, das ist alles gut. Alles durchgeladen. Ein paar mehr Molotows wären schön. Da ist eine Leiter. Hier geht's nirgendwo hin. Ich will gar nicht wissen, gegen was die da gerade. Jetzt wird's, glaube ich, doch langsam Zeit für den Bosskampf, oder? Ich hoffe nicht. Da drüben ist noch eine Leiter. Hm. Okay. Wie kommen wir dahin? Ja, ich weiß wie. Es muss einen Weg darüber geben. Ich weiß wie, mit dem Kabel, keine Sorge. Das Rohr ist blöder. Komme ich hier rein? Oh ja, toll, eine Werkbank, natürlich. Und irgendwas mit Säuresporen. Wir wissen ja alle, was das heißt, aber wir haben schon wieder kaum Waffenteile gefunden. Von daher ist das eigentlich völlig irrelevant. So, du darfst draußen bleiben. Wache schieben. Na gut, dann wollen wir mal kicken. Wollen wir mal kicken, wa? Ach ja. So, hier können wir die Feuerrate erhöhen. Schaden wäre mal schön. Stabilität, Nachladegeschwindigkeit. Hier die Feuerrate. Hier die Stabilität. Schnellere Schießen nacheinander, würde ich mal sagen, oder? Schrotflinte. 50% schneller schießen. Das heißt, es geht dann bam, bam, bam. So, einmal sauber gemacht. Fertig. Jetzt haben wir noch 12. Jetzt können wir nichts mehr machen. Yay. Hurra. Oh Mann, 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 oh Mann. Ach, guck dir den an, Junge. Das sollte gehen. Mhm. Ach so, wir sind immer noch auf der Seite. Na dann. Wollen wir mal schwingen, ne? Wie war das? R1, ne? Ich glaube, ich muss gleich niesen. Easy. Noch mehr Pilz. Guck mal hier, der Pilz breitet sich einfach von den Toten hier aus. Krachbumm ist voll. Okay, wir kriegen sehr viel Zeugs. Und ein Medikit. Das heißt, ich werde mal eins benutzen. Und zwar, weil es hier rumliegt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich
will nicht, ich will nicht. Ich meine, ich gehe immer davon aus, dass ein großer Bosskampf kommt, sobald wir so viel Versorgung kriegen. Die Leiter ist kaputt. Ja, toll. Verdammt. Und jetzt? Fuck. Kann ich da trotzdem hoch? Ja. Und da oben ist es auch zugeschüttet. Okay, wir kommen da nicht lang. Ah. Toll. Dina, hier lang. Da leuchtet noch eine rote Fackel. Mach mal kurz das Licht aus. Ein was? Ich hab dich, ich hab dich! Was? Los, los! Ach du dicke Scheiße. So einen habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Oh, wir werden hier gleich sowas von runterkrachen. Ich mach mal, ne? Ich tu mal. Warte, ist das der richtige Spielstand? Huch, warte. Oh, ich bin so nervös. Ja. Tschüss. Wir werden hier gleich sowas von durchkrachen und gegen den antreten müssen. Ich weiß noch nicht wie. Ich will da nicht lang. Ich will nicht gegen den antreten. Wahrscheinlich gleich wieder alleine, weil Dina dann sich gepflegt zurückzieht. Alter. Erschreckt mich nicht so. Ja, natürlich, jetzt hier runter. Das ist ja total sinnvoll. Oh Mann. Oh Gott, das ist so einer. Ist alles voll mit denen. Alter, ich kann die nicht alle machen. Ich muss ja anscheinend kämpfen. Da ist einer, da ist einer. Kann ich die von hinten? Nein, kann ich nicht. Vorsicht, fuck. Vorsicht! Ah, den habe ich nicht gesehen. Hau ab. Aua. Fuck you. Oh, oh, scheiße, diese Arschlöcher. Hast du was abgekriegt? Nein. Alles okay. Shambler? So haben sie sie genannt? Mhm. Ja. Woher kommen jetzt wieder Shambler? Ich weiß auch nicht. Aber sie sind ekelhaft. Ja, ganz dezent aber nur. Oh Mann. Aber die fressen nicht so viel wie Bloater. So. Shambler, wo kommen jetzt bloß neue Infizierte her? Ja, das ist auch eine gute Frage. Wo kommen die her? Ist das irgendwie eine Unterstufe vom Bloater? Weil, Alter, die sind ja komplett, aber das sind ja so ähnlich wie Bloater, ne? Ist das eine Unterstufe von denen?
Und warum? Weißt du, da wird eine neue Gegnerart vorgestellt und dann kriege ich gleich zwei davon. Na, herzlichen Glückwunsch. Bin auch wieder fast tot. Ganz toll. Emergency. Please follow all new Fedra protocols. Okay. Ja gut, hier federatisiert keiner mehr. Da liegt Klebeband. Das nehme ich wohl mit. Schere ist voll. Wir haben erst einen von Dingen. Ist alles voll, okay. Brauche ich aber noch nicht reparieren. Wo ist... Da. Ich wollte sagen, wo ist Dina hin, Alter? Ich renne nicht einfach weg. Mädchen, ich brauche dich. Als Gegneranzeige. Ich hoffe, wir kommen jetzt nicht noch mehr. Ich meine, die fressen nicht so viel, aber wir haben auch nicht so viel. Und die können sehen. Okay, da geht's anscheinend raus. Würde mich nicht wundern, wenn wir schon erwartet werden würden draußen. Überhaupt nicht. Aber schön, dass wir so eine Explosion überleben. Und die nicht. Finde ich gut. Oh, sieh dir die Verätzungen an. Nein, lieber nicht. Dinge, die man gesehen haben muss. Also ich wäre hier im Leben nicht reingekommen an der Stelle. Ich hätte gesagt, weißt du was, lass die da unten verrecken. Ich jag den nicht hinterher, ich bin doch nicht bescheuert. Meine ich gerade irgendwas? Da, krach, bumm. Ich mache mal einen Molotow. Und ich lasse mal einen Slot offen für ein Medkit, falls wir es mitnehmen wollen. Falls wir wieder eins finden. Okay. Das war hier alles. Ich hoffe, wir kommen hier jetzt raus. Mal sehen, wohin uns das führt. Infizierte werden das Licht deiner Taschenlampe nicht sehen, aber weiß ich. Lass dir Zeit. Fast geschafft. Okay. Wieso hältst du das Tor nicht einfach fest? Oh, ah. Stabiler Wagen. Noch mehr Infizierte oder was? Gott, bitte nicht. Sieht okay aus. Aber langsam, soweit oder? Ich das sehe. Gut. Also sind wir gleich am Arsch. Schambler? Als wären die anderen nicht schlimm genug. So ist wohl die Natur. Tja, dann ist die Natur ein Arschloch. Richtig. Vor allem, die sind hier so schnell reingekommen. Die, Wolves. So schnell. Und wir brauchen ewig, um hier rauszukommen. Verstehe ich nicht. Vor allem, wir haben keinen einzigen von denen getötet, ne? Von den Wolves. Die nachgekommen sind jetzt hier unten. Das waren alles die Infizierten. Okay, müssen wir jetzt hier durch? Anscheinend, dann gehe ich erstmal nach da hinten. Weil eigentlich geht's da raus. Warte, dann gehe ich jetzt hier rein. Mhm.
sieht es nach Vorräten aus? Zu, natürlich. Okay, es gibt einen Weg rein. Hinter jede verschlossene Tür gibt es einen Weg. Den müssen wir nur finden. Erstmal gucken wir hier so ein bisschen rum. Munition nehme ich gerne mit. Solange wir es können. Oh ja, das ist auch ganz wichtig. Schrot. Okay, hinter jeder verschlossenen Tür gibt es einen Weg. Nur hinter die anscheinend nicht. Also ein bisschen Kleisterwand. Wobei, vielleicht hier lang. Ah, siehste. Keep more. Können wir nicht aufmachen. Hier auch schon. Voll. Noch eine Karte. Oh, ich kann es langsam nicht mehr lesen, wa? Uff. Dr. Daniela Star, 100 Hirn, Heimatplanet Erde. Okay, Muskelkraft 60, Future Alliance. Die brillante Daniela Star wurde von Spark Century 22 direkt aus Titans bester Wissenschaftsakademie rekrutiert und dem Lohnen-Ionenantrieb-Entwicklerteam zugeteilt. Unter den wachsamen Augen ihrer Kollegen entwickelte sie Pläne, die die kühnsten Erwartungen noch übertrafen. Doch als sie erfuhr, dass ihre Vorgesetzten ihre Technologie für Energiewaffen nutzen wollten, schnappte sie sich ihre Forschungsergebnisse und floh auf den Ganymed. Jetzt steht sie unter dem Schutz der Future Alliance und ist kurz davor, das erste Raumschiff mit Überlichtgeschwindigkeit der Menschheit zu entwickeln. Heldin. Das ist ganz toll. Waffenteile? Naja. Finden wir gar nicht mehr so viele, ne? Habe ich so das Gefühl. War schon mal mehr. Okay, dann haben wir jetzt hier drin. Wie elegant die Tür aufschließt, so. Warte. So. Klack. Einfach so. Nicht so irgendwie, sondern. Hat anscheinend keine Zeit zu verlieren. So, ist hier was drin. Ein Snack wäre mal schön. Oh, hier ist was. Eine Cola-Flasche, die ganz plötzlich leer wird, wenn man sie grapscht. Und Snacks. Die nehme ich gerne. Brauche ich nämlich. So, da ist noch ein Räumchen. Oh, eine Dose mit einer Notiz dran, ne? Der Code ist 152 Fragezeichen. Okay, das sind genug Hinweise. Wenn du den Rest nicht allein rausfindest, hast du es auch nicht verdient. Viel Spaß. Wie? 152. irgendwas. Ein zerrissener Brief. Hey Dewey, hast du schon wieder den Code vergessen? Hol mir eine Limo und der Code gehört dir. Wie? Überlebenswunder im mutmaßlich verlassenen Vorort. Lower Queen Anne. Das Militär erlebte gestern eine Überraschung, als es auf eine ganze Gemeinde traf, die lebendig und unversehrt war. Während die umliegenden Stadtteile von Opfern der Cordyceps-Infektion, die unser Land erschüttert, völlig überrannt wurden, haben es diese Überlebenden ganz allein geschafft, sie von ihren Straßen und Häusern fernzuhalten. Diese Geschichte kann man nur als Wunder bezeichnen, zumal das Militär gerade in dem Moment eintraf, als ihre Lebensmittel endgültig zur Neige gingen. Die Einwohner der Gemeinde erklärten einhellig, ihr Überleben einer Frau zu verdanken, die, seit es zerrissen, als ein gewöhnlicher Prepper glücklicherweise lagerte sie in ihrem Bunker. Für ihre gesamte Nachbarschaft. Als wir fragten, was, Antwort, dass sie eine Vision der Katastrophe bezeichnet, den Ausbruch als göttliche Strafe. Andere Überlebende stimmten zu, als es die Dunkelheit, sie führte uns in weiser Voraussicht gesammelt. Sie wusste, dass wir uns tun mussten, war einfach als Soldaten versucht, wollten dort bleiben, nur gebeten. Das reichte ihnen nie, noch nie dagegen. Gefahr für die Quarantäne weigert, wobei einzig wird im Gar. Aha. Okay, der Code für die Limo.